man zieht eigentlich überall ein bisschen Inspiration draus. Auch wenn man mit dem Radliner fährt oder wenn man einfach mal ein bisschen Zeit hat zum Abschalten und die Natur genießt, dann fallen dann einfach total viele neue Sachen ein. Und das, glaube ich, ist eigentlich der kreativste Moment oft in der Küche, wo man jetzt nicht in der Küche steht, sondern außerhalb, wo man mal Zeit hat, das Ganze auch ein bisschen das Umfeld zu genießen und sich rein auf das zu konzentrieren dann eigentlich. Mhm. Früher, vor allem am Land, man hat natürlich viele Bedienstete gehabt, viele Knechte, viele Dirnen, und da hat es immer eigentlich in der Küche schon den Tisch gegeben. Und da sind immer die Leute gekommen am Mittag zum Essen, da hat es die Essensglocken gegeben und ganz klassisch, dann ist Kleid waren und dann sind sie vor die Felder gekommen und dann sind da 10 Leute gesessen und die haben ein Miesel gegessen und so richtig klassisch, wie man sich das eigentlich aus einem Heimatfilm vorstellt. Ja. Jeder hat seine Schubladen gehabt mit seinem Löffel. Und den hat er dann die ganze Woche benutzt und der ist halt abgeschleckt worden und abgewischt und unten rein und am nächsten Tag ist er wieder rausgekommen und ist dann mit dem wieder gegessen worden. Ja. Und dadurch kehrt der Tisch zu uns eigentlich zur Küche wie der Herd. Danke schön. Danke. 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 Danke.